So sehen gesunde menschliche Spermien aus. Doch sie könnten bald zu einer bedrohten Art werden. Das befürchtet der Permasenser-Urologe Dr. Michael Ehmann. Zu ihm kommen viele Paare, die sich vergeblich Kinder wünschen. Oft sehen Proben dann so aus. Einen möglichen Verursacher für das traurige Bild kennt der Urologe, das Alltagsgift Bisphenol A. Auf seiner Homepage klärt Dr. Ehmann darüber auf. Denn Studien geben Hinweise auf eine spermientötende Wirkung. Außerdem will er selbst der Sache nachgehen. Für die Zukunft haben wir eine Studie mit meinem Patienten geplant. Wir möchten untersuchen, ob erhöhte Bisphenol-A-Spiegel im Urin und im Blut mit der schlechten Spermienqualität mancher Patienten in Zusammenhang stehen. Das Wissen ist auch bitter nötig, denn der chemische Alleskönner steckt überall. Er findet sich nicht nur in Babyflaschen, wo er inzwischen verboten ist, sondern wird auch als Epoxidharz in Getränke- und Konservendosen zur Beschichtung verwendet, ist Klebstoff oder Material für Bodenbeläge. Es macht den Kunststoff Polycarbonat besonders stabil oder besonders durchsichtig. Plastik- und Mikrowellengeschirr, Motorradhelme, Autoscheinwerfer, Handy-Displays, Computergehäuse, Datenträger und ihre Hüllen. Alles kann BPA enthalten. Für den menschlichen Körper jedoch ist der chemische Tausendsasser tückisch. Der Stoff kann über die Atemluft und über die Haut aufgenommen werden. Hauptsächlich gelangt er über die Nahrung in den Körper. Dort imitiert er das weibliche Hormon Östrogen. Und deshalb steht Bisphenol A im Verdacht, an den unterschiedlichsten Krankheiten beteiligt zu sein. Wucherungen an den Eierstöcken, Diabetes, Brustkrebs, Herzerkrankungen und so weiter und so weiter. Gerade Schwangere und vor allem ungeborene Kinder sind für den Giftstoff, der in den Hormonhaushalt eingreift, besonders empfindlich. Problematisch, weil er auch überall im Hausstaub steckt. Ergebnisse von Studien lassen den Bund für Umwelt und Naturschutz Alarm schlagen. Wir sehen die Staubbelastung als Nachweis dafür, dass Bisphenol A praktisch überall gegenwärtig ist. Das zeigt uns nur, dass wir mit diesen Stoffen umgeben sind. Also wir denken, es ist höchste Zeit, dass dieser Stoff aus allen Artikeln rauskommt, die mit Menschen unmittelbaren Kontakt haben oder mit Ernährung Kontakt haben. Auch bei der Koblenzer Kindertagesstätte Bilingo hat der BUND eine Stauballyse gemacht. Hier waren alle Werte in Ordnung und die Kinder können unbeschwert spielen. In einem anderen rheinland-pfälzischen Kindergarten allerdings waren die Gesamtwerte hormonell wirkender Gifte 10-mal höher als in einem durchschnittlichen Haushalt. Woher diese höheren Werte kommen, das erforscht jetzt auch das Umweltbundesamt mit einer eigenen Kindergartenstaubstudie. Ursachen könnten Plastikspielzeug, Plastikmöbel, Baumaterialien und Bodenbeläge sein. Trotz der möglichen Gefahren konnte man sich in der EU bislang nur zu einem Verbot in Babyflaschen durchringen. Anders als in Norwegen und Kanada, wo der Stoff längst als giftig eingestuft wird. So viel Vorsorge geht dem Bundesinstitut für Risikobewertung zu weit. Das Argument Vorsorge-Gesichtspunkt, da ist natürlich ein Totschlagargument. Da könnten Sie eigentlich fast alles vom Markt nehmen unter diesen Aspekten. Ich sage nochmal, die Bewertung ist sehr solide. Im Falle von Bisphenol A haben wir mehr Studien als zu allen anderen Chemikalien, die in verbrauchernahen Produkten vorkommen. Und wir haben Sicherheitsfaktoren eingezogen und auf dieser Basis sind wir sicher, dass dieser Stoff in den Verbraucherprodukten sicher ist, vorausgesetzt, diese Grenzwerte werden nicht überschritten. Ganz anders sieht das die zweite deutsche Fachbehörde, die sich mit dem Stoff befasst, das Umweltbundesamt. Der Stoff ist sehr, sehr umstritten. Es gibt eine Reihe Studien, die belegen, dass zum Beispiel Bisphenol A sich auf die Fortpflanzung von Tieren auswirken kann. Diese Studien nehmen wir ernst und deswegen sagen wir, Hersteller, versucht Bisphenol A so weitgehend wie möglich mit Ersatzstoffen zu ersetzen. Forderungen allein reichen jedoch offenbar nicht. Eine aktuelle Greenpeace-Studie hat jetzt auch bei Kassenzetteln und Bahntickets Bisphenol gefunden. Dort dient der Stoff als Druckerfarbe. Bei der Alleskönner-Chemikalie sind der Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt. Es scheint also noch ein weiter Weg, bis der Permasenser-Urologe seine Kinderwunschpatienten in Sachen Bisphenol wieder beruhigen kann.
Ja, und in den Gewässern ist meistens Endstation für BPA. Für Rheinland-Pfalz heißt das natürlich der Rhein, der als der europäischste aller Flüsse gilt. Wir haben es also bei BPA mit einem europäischen Problem zu tun. Und deswegen befragen wir den Vorsitzenden des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments, Jo Leinen, zu BPA. Warum ist es nicht schon längst verboten? Das Europäische Parlament drängt schon seit Jahren, dass dieser Stoff auf die Prüfliste kommt und dass es auch Einschränkungen bis hin zu Verboten gibt. Es ist erstaunlich, dass da noch so wenig passiert ist. Haben Sie eine Möglichkeit, Druck auszuüben? Ich meine, etwas ist passiert. Für Babyflaschen ist BPA mittlerweile verboten, aber für Schnuller zum Beispiel nicht. Ja, das ist ganz merkwürdig. Gerade bei Babyartikeln oder auch bei Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollte man also wirklich schnell reagieren und nicht so zögerlich. Hier erwarten wir natürlich von der Wissenschaft auch eindeutige Aussagen und da tobt eine Lobbyschlacht. Man kann sich vorstellen, dass diese Allzweckwaffe Bisphenol A, die in vielen, vielen Gegenständen sich findet, ein hohes Wertinteresse in der Industrie hat. Ja, also es streiten sich ja nicht nur die Wissenschaftler und die Lobbyisten, sondern auch die beiden höchsten Bundesbehörden. Also das Umweltbundesamt sagt, BPA ist gefährlich und gehört, soweit es irgendwie geht, eingeschränkt oder verboten. Und das Bundesamt für Risikobewertung sagt, na ja, solange es unter den Grenzwerten ist, ist alles okay. Ja, ich wäre da eher auf der Seite des Umweltbundesamtes. Wir haben ja das Vorsorgeprinzip. Also wenn etwas unter Verdacht steht, die Umwelt zu schädigen oder dann noch mehr die Gesundheit der Menschen zu schädigen, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Und dann sind Kosten-Nutzen-Analysen der Industrie zweitrangig. Aber hier wird wirklich gekämpft um diesen Stoff. Und es dauert leider viel zu lange in Europa, bis Verbote kommen. Wir haben ja seit 2005 REACH, die neue Chemikalienverordnung, wo alle Chemikalien nochmal neu bewertet werden sollen. Und anstatt dass der Wert noch ein bisschen enger gefasst wird, wurden die Grenzen nach oben hin gelockert. Wie können Sie sich denn das erklären? Also sehr merkwürdig. Bei der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA in Parma gab es ein wissenschaftliches Panel und siehe da, das Ergebnis war, den Grenzwert anzuheben, statt ihn zu senken. Das war im Jahre 2008. Wir haben eine Revision verlangt, eine Überprüfung. Das läuft im Moment. Ich hoffe, sehr bald kriegen wir neue Ergebnisse, weil mittlerweile viel mehr Anzeichen da sind, was Bisphenol A alles anstellt, mit der Gesundheit wie mit der Umwelt. Also viele Menschen, die für eine bessere Umwelt kämpfen, haben sich auch von REACH eigentlich einen engeren Strick gewünscht. Ist REACH jetzt ein zahnloser Tiger geworden? Ja, nicht ganz. Es passiert schon was, aber es dauert lange, weil bei der Erarbeitung dieser europäischen Chemikaliengesetzgebung wurde eine sehr aufwendige Prozedur gewählt. Da hat die Industrie schwer gekämpft, dass alle möglichen nochmal Prüfungen und Gegenprüfungen erfolgen, bevor ein Stoff verboten wird. Und wir haben 500 Stoffe, die in die engere Betrachtung kommen. Bisphenol A ist eins davon. Und es sind nur ganz wenige Stoffe bisher verboten worden. Man merkt, das ist wirklich eine Zeitlupe. Wissen Sie denn, wann über BPA jetzt endgültig verhandelt wird? Weil die ganzen Informationen über BPA sind ja schon im Dezember zusammengekommen. Ja, so schnell wie möglich. Ich verstehe auch nicht, wieso seit 9 Monaten geprüft wird. Wir erwarten also in allernächster Zeit die neuesten Ergebnisse. Und ich sage mal, nachdem außerhalb der EU Kanada und Norwegen das Bisphenol wirklich sehr eingeschränkt haben, gibt es also auch Hinweise, dass wir in der Europäischen Union ähnlich schnell arbeiten sollten. Ganz herzlichen Dank, Herr Leinen. Wir hoffen